so, ich muss. Oh, ich muss gedrückt halten. Wasche Duran, ja. Duran. Ja, ist okay. Ich will nicht. Hä? Ich will doch gar nicht abbrechen. Okay, es ist sehr sensibel. Ich mache mal nur so ein ganz kleines bisschen. Trotzdem macht das hier so eine Schwenker. Macht ihr eure Pferde auch so sauber? Also wirklich mit Seife? Jetzt mal ohne Scherz. Ja, schäumt sehr schön. Aber eigentlich nimmt man doch Pferdeshampoo oder sowas. Aber man nimmt doch... Man nimmt doch keine richtige Seife dafür. Habe ich jedenfalls noch nie gehört. Na, geht doch. Und jetzt noch bürsten. Ja, genau, das ist der Hals. Ich stehe genau vor der Brust, aber es ist der Hals. So. In einigen Boxen sind Pferdeäpfel. Um die Boxen zu säubern, nimmst du die Schaufel und gehst damit in die Pferde. Huch. Was zum Henker. Ja. Gib her. Ja, ich gucke. Aber es wird halt genauso funktionieren. Oh, warum ist das denn so? Schon wieder nur in Durans Box oder was? Nee, in Blackies. So, das war's. Ja, ich mach doch. Hä? Habe ich was übersehen? Hier ist doch nichts mehr. Ja, entmiste die Boxen. Die Boxen sind doch entmistet. Ach nee, hier ist noch was. Sorry, Diamant. Die Boxen sind Mist. Jetzt kommt eine interessantere Aufgabe. Jeden Tag wirst du einige Pferde mit Futter versorgen. Ach, ich dachte, das ist nicht so wichtig. Onkel Arthur hat für jedes Pferd einen speziellen Nahrungsplan aufgestellt. Es ist wichtig, dass die Pferde genau diese Zusammenstellung der Nahrung erhalten, damit ihre Leistung nicht abfällt. Dein Onkel ist wirklich ein Experte auf seinem Gebiet, also solltest du dich strikt an die Vorgaben mit der Nahrung halten. Ist ja gut. Um ein Pferd zu füttern, musst du zuerst den Futtereimer aus dem Geräteraum holen und dann zum Futterbehälter gehen. Drücke dort die Leertaste oder die linke Maustaste und wähle anschließend die drei richtigen Futtersorten für das Pferd aus. Okay. Ist der Futtereimer voll, bringe ihn zum richtigen Pferd. Hast du alle angezeigten Pferde gefüttert, ist die Aufgabe erledigt. Okay. Welches Pferd muss ich denn füttern? Oder wird mir das erst angezeigt, wenn ich den Eimer genommen habe? Nee. Blackie will gefüttert werden? Die wollen alle drei gefüttert werden. Okay, fangen wir mal mit Jumper an. Was zum Henker ist denn das? Ja. Gib mir den Eimer. So, was war das? Es war das hier oben und zweimal das. Bitteschön, Jumper. Blackie, was willst du? Äpfel, was ist das? Alfalfa, glaube ich, und Karotten. Oder was ist das hier oben? Äpfel, das hier und Karotten. Mhm. Und Duran möchte, ich glaube, das sind das Pellets. Ach, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Zweimal das und das hier. Der Eimer ist übrigens trotzdem noch leer. Laura, nachdem du alle deine Aufgaben erledigt hast, kannst du deine Freizeit genießen. In Ordnung? Christian ist beim Trainingsplatz und wartet dort auf dich. Tut er das? Plötzlich ist der Stall zu. Erst komme ich nicht mehr raus, jetzt komme ich nicht mehr rein. Vielen Dank auch. So, Christian, was willst du denn von mir? Hallo Laura, schön, dass du da bist. Ich bin gerade dabei, mein Training zu beginnen. Schön für dich. Kann ich etwas tun?
Also, zu Beginn solltest du wissen, dass Pferde unterschiedliche Eigenschaften haben. Ach was. Einige Pferde können dieses besser, andere jenes. Du wirst schnell verstehen, welches Pferd für welche Aufgabe am besten geeignet ist. Ich kann dir folgen. Wie geht's los? Also, geh in den Stall und wähle ein Pferd für die Übung Springen aus. Nimm natürlich auch Zaumzeug und einen Sattel. Ich warte hier auf dich. Okay. Ist Jumper fürs Springen? Das fände ich lustig. Aber stimmt, da waren ja Werte über den Pferden. Es ist sogar Jumper. Und ich muss mir das... Herrlich, ich muss mir das nicht merken. Das wird mir einfach angezeigt. Okay, Jumper, Sattel. Jumper, 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 Jumper. Ja, genau so trägt man einen Sattel so 2 Meter vor sich her. So. Ja, aufsitzen nicht möglich. Ach, was. Und auch für Jumper nehmen wir so ein rotes hier. Das sieht bestimmt süß aus. So, aus der Box. Ja, genau so klingen Pferde. So, kann ich auch steigen? Ich bin von der falschen Seite Ah, so wird man schneller, okay. Huch! Ganz genau. Du hast das richtige Pferd gewählt. Natürlich. Okay. Jetzt darf ich ihm zugucken, wie er springt. Alter, guck mal, wie schief der auf dem Pferd sitzt und so steif. Verdammt. Verdammt. So richtig habe ich das nicht raus. So. Ich habe die Übung beendet. Sehr schön. Ja, gut. Mit der Mutter habe ich jetzt nicht mehr gesprochen. Speichern. Kikerikü! Wenn du Lust hast, kannst du jetzt ein Pferd in der Gegend herumreiten. Falls du unterwegs läufst, könnten sie dir eventuell irgendwas. Woche 1, Tag 2, Zeit 8. Kann ich jetzt mit der Mutter noch reden? Da ist die Mutti. Hallo Laura, ich zeige dir dein Zimmer. Bitte folge mir. Ja, dann zeig mir mal mein Zimmer. Hier kannst du dich ausruhen und bei Bedarf Dinge in dein Notizbuch schreiben. Mhm. Achso, ich muss klicken. Vergessen. Dies ist das Fotoalbum. Alle Fotos, die du im Laufe deines Aufenthaltes hier bekommst, werden hier aufbewahrt. Im Notizbuch kannst du nachlesen, was du schon erlebt hast und auch deine zukünftigen Aktivitäten planen. Es ist wirklich hilfreich, denn so vergisst man nichts. So alt bin ich noch nicht. Wenn du dich schlafen legst, wird der Spielfortschritt automatisch abgespeichert. Du kannst aber erst schlafen gehen, wenn alle Aufgaben eines Tages auch erledigt wurden. Ach, typisch. Die am Tage erledigten Aufgaben werden hier in dem Notizbuch eingetragen und die für den folgenden Tag werden hinzugefügt. Okay. Du kannst dein Zimmer jederzeit betreten. Das ist nett. Ich kann nicht gucken, reinigen Stall, entmiste die Boxen, füttere die Pferde. Also dasselbe wie gestern. Es ist noch zu früh zum Schlafen. Na gut. Dann machen wir jetzt noch unsere Aufgaben. Dun, 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 dun. Morgen, Christian. Also, gehe zum Stall und wähle ein Pferd für die Übung Beweglichkeit aus. Nimm natürlich. Ja, Zaumzeug und ein Sattel. Beweglichkeit. Beweglichkeit will er haben. Das ist Blackie. Ah, ja. Und das sind die, die ich dann füttern muss. Vielleicht sollte ich in Zukunft erst die Pferde pflegen und dann
Okay, das ist okay. Okay. In Zukunft, glaube ich, erst pflegen. Und dann. Gerade war über Blackie die Markierung. Blackie, Blackie, Blackie. Wo ist ein Jumpers Sattel hin? Jetzt verschwinden hier schon die Sättel. Christian, du hast die Sachen nicht zurückgebracht. Ach doch, der ist ja da. Huch. Irgendwie sah es gerade aus, als ob der Sattel da nicht ist. No, 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 no. So. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit, Herr Pferd. Herr Zossen. Warum wackelt denn das jetzt so? Ja, immer schön von links. Jetzt lernst du die Übung Beweglichkeit kennen. Tue ich das? Na dann zeig ich mal. Das Ziel dieser Aufgabe ist, die Fässer so schnell wie möglich zu umrunden. Um das zu schaffen, musst du zum richtigen Zeitpunkt die richtige Geschwindigkeit wählen. Mhm. Dazu musst du dein Pferd perfekt beherrschen. Genau. Die Markierungen zeigen dir, an welcher Seite der Fässer du vorbeireiten musst, um diese Prüfung zu absolvieren. Na dann zeig ich mal. Muss ich da ernsthaft traben? Kann ich da nicht galoppieren? Beim Reiten sehen die Pferde schon irgendwie scheiße aus. Im Stall sehen sie ganz niedlich aus, aber hier beim Reiten. Ja. Hast du es dann? Danke, ich dachte schon, ich muss hier hin. So, kann man auch im Galopp machen, seht ihr? Und er reitet jetzt weiter. Ja, er reitet weiter. Gut, jetzt aber los. Reinige den Stall. Schrubb, schrubb, schrubb. Und schrubbe die Schrubb. Hallo? Okay, hat sie. Schrubb, schrubb. Und du auch. Spitze, du hast den Stall gereinigt. Jetzt noch Boxen. Nimm mit. Jetzt hört ihr die ganze Zeit wieder mein Geklicke im Hintergrund, ne? Weil keine Musik da ist. Christian, what the hell are you doing? Hä? Duran? Duran hat ein Häufchen gemacht. Und ohne Sattel, aha. Was ist denn das hier gerade? Warum? Nee, hier ist nichts. Hier auch nicht. Aufsitzen nicht möglich. Ja, ach nee, hä? Hier ist doch sonst nichts. Oh toll, ist das Spiel jetzt verbuggt, weil Christian hier drin war. Hä, da war doch gerade eben noch nichts. Oh, kommt Leute, jetzt wollte ich mich aber veräppeln. Okay, das ist er wieder raus. Und füttern. Und er ist wieder da. Auch überhaupt nicht gruselig. Pellets, Pellets und das Grüne. Ich nenne das jetzt Pellets, ist mir scheißegal, ob das ist. So, Fuchs. Dann Sternchen. Okay. Schon ein bisschen ausgefallener. Waren das Möhren? Ich glaube, es waren Möhren, ne? Ja. Und Diamant. Zweimal Möhren, einmal Alfalfa. Oder was auch immer das sein soll. Hopp, hopp, hopp. Hier. Friss. Damit sind die Aufgaben für heute erfüllt. Tja.
Theoretisch könnte ich jetzt noch in der Gegend rumreiten, aber die Aufnahme dauert mir jetzt schon zu lange. Deswegen werde ich jetzt speichern gehen. Und dann war es das für die erste Runde, die drei Freunde von der Reitschule. Genau, schlafen und speichern. Was ist denn das? Genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Tschüss.